Ja, hallo und herzlich willkommen bei OctaTV. Hier sind wir wieder und wir sind am Start bei Crusader Kings 3. Ja, es ist spannend, es ist spannend. In der letzten Folge starb kurz direkt am Ende unser, ja, Spieler. Er wurde mehr oder weniger ums Eck gebracht. Wir schauen es uns nochmal an. Er war eigentlich ein guter Typ an aufgewühlten Eingeweiden. Ja, das war sehr verwirrt und verwirrend. Ihr könnt es ja mal lesen vielleicht. Ich habe das ein bisschen geskippt, weil ich mir einfach gedacht habe, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Und jetzt sind wir eine 10-Jährige, die immerhin, ja, 10 Jahre alt ist. Und wir schauen mal, was der Regent so meint. Aber mal Bildungswert auch noch. Schauen, dass wir irgendwo einen guten. Ja, eine Kriegsführung ist nicht unser Bildungswandel. Wir wollen einen guten Ausbilder haben, beziehungsweise einen guten Vormund. Wer das aber ist, das sei erstmal fraglich. Wer hat Meinung von uns? Na gut, der wäre natürlich die Du's. Hat aber keine guten Eigenschaften. Keusch wollen wir aber auch nicht sein. Das bringt auch nichts. Vielleicht werden wir Orno bitten, uns zu unterrichten. Er hat coole Eigenschaften. Mit unseren 10 Jahren. Falsche Bekehrung. Ich praktiziere den Rabbiismus. Naja, soll er machen. So, hier geht der Krieg weiter. Wir hoffen, dass wir mit der Anzahl an Männern dieses Mal was machen können. Dieses Mal schicken wir oder fangen wir den Kampf an. Vorteil in Wäldern. Naja, ist besser. Wir greifen an und bekommen einfach nur auf die Schnauze. Aber es kommen 3.500 Truppen, die das Ding jetzt hoffentlich endlich drehen. Es ist einfach so bestialisch, wie stark die Wikinger sind. Aber irgendwie haut es ja scheinbar hin. Wir koppeln uns einfach wieder an und hoffen, dass irgendwie der Krieg zugunsten unseres Lehnsherrn ausgeht. Das wäre einfach gut. 50 für Joffrey, nicht Baratheon, sondern was auch immer. Joffrey Tour. Aha. Wir schauen mal wieder in unseren glorreichen. Aha! Gildi und Welf, der ist sogar mit uns verwandt. Kann ich den nicht heiraten? Bin ich verlobt? Ja, ich bin ja verlobt mit dem. Tja, ab die Leute-Dynastie. Ja, da habe ich mir ja was reingeholt, aber ja, was soll's. Wir werden. Noch warten, oder das Verlöbnis direkt brechen. Schauen wir nochmal. Nee, wir wollen das Verlöbnis nicht. Verlöbnis brechen. Aberkennen würde nicht machen. Sei es drum. Heirat arrangieren und dann. Ne, Ehepartner finden. Dann Alter. Wir schauen nach diesem Welf, Jungen, wenn der Verwandtschaft von uns ist. Aber wir gucken direkt. Welf. Genduin, ja,
Matrilinear, hin und frei. So kann es laufen. Wir hoffen einfach nur, dass es hier gut weitergeht. Hier ist die Belagerung fast durch. Und dann wird vielleicht ein Schlag gegen die zurück ausgeführt. Ne, doch, jawohl. Die KI macht es gut. Die KI macht es diesmal wirklich gut. Dieses Mal ballert es richtig rein. Gut, wir gewinnen das Ding. Auf Herbert. Was für ein Herbert? Du Herbert. Carling. Das ist eine Farce. Und ist er da? Wie gebe ich? Ich kann genauso sprechen wie Mama. Seht ihr mal. Holländischer lernt noch. Gut, vielleicht machen wir mal ein Spieltreffen. Das habe ich die ganze Zeit vergessen. Spieltreffen beginnen. Wie wär's, Leute? Sehr gut, wir sind auf jeden Fall heterosexuell, das ist auch gut. Willkommen. Wir werden von Anspannung überwältigt, das ist nicht so gut. Haben wir noch eine Arme? Ja, ich bleib mal stark. Ich habe einen Laufhund, sehr gut. Schauen wir beim Üben zu. Aber Emma ist besser. Jawohl, die 80 Ritter haben noch den Unterschied gemacht von uns. Wir verlieren 15 Bildung, Anspannung, das ist gut. Räuderkundler erhalten. Da. Bis zum nächsten Mal. Das mit der Erholung war jetzt nicht so, aber schon okay. Wir haben viel gelernt. Reuterkundler ist gut. Der Rest klärt sich dann schon. So, jetzt hau sie doch nochmal weg. Jawohl. Zornig ist krass. Nachsichtig ist mehr Diplomatie, mehr Bildung. Und sogar tugendhaft für den Katholiken. Ja, komm, wir werden freundlich und nachsichtig. Zwar nicht, ist im Stammestum gut, bei Asato super, aber hier, meine Schwester. Hm.
Ja, wir haben wirklich ein Problem hier. Wir sollten mal nochmal gucken, ob wir noch irgendjemand ausheben können. Immerhin mal wieder 300 Mann. Laufen hier in unseren Tod, aber egal. Ich wollte sie kurz aufhalten, das hat aber nichts gebracht. Das war wirklich keine Hilfe weit und breit. Achso. Und die machen gemeinsame Sache jetzt. Greifen auch nicht von Flussseite aus an, das ist auch schlau. Doch nur ein Hund. Könnte noch mal speichern. Schatten speichern. So, jetzt hau die mal weg, ey. X-Fortschritt ist gleich bei 100%, Gott sei Dank, dann bin ich endlich das los. Und der Unabhängigkeitskrieg, da soll mir recht sein. So. Lösegeld fordern. Also brauche ich nicht jemand Verrücktes. Nice. Auf zum Spieltreffen von Graf Henry. So, wir schauen mal, ob wir irgendwas unter Kontrolle kriegen hier noch. Ja, wahrscheinlich auch mal besser. Hier ist halt jetzt die Hölle los, nachdem mein Spieler gestorben ist. Dann werde ich auch mal eine Kultur hören. Ja. Leider nicht. Mein Glauben. Was passiert so auf dem Spieltreffen? Schauen wir mal. Einfach mal chillen. Das Spiel beginnt. Erholung. Ist unser Ziel. Auf Nibelung mit meinem Freund. Nice. Ripol. Super, das tat mir gut. Halbschwester. Schwester. Naja, zumindest ein paar. Hauptsache, wir werden nicht umgebracht. Ein paar Erben. Kann es geben.
Wir sind verlobt. Mit ihm erst 7. Uns auch gut oben. Dann haben wir eine gute Hochzeit am Start. Und können weiterschauen. Wie gesagt, dieses Mal einfach alles ein Ticken langsamer und weniger stressig. Beim letzten Mal war das alles so, der erste Spieler, der hat noch schlechtere, also er hat schlechte Gene. Also es ist jetzt ein bisschen blöd, dass unser Spieler gestorben ist, weil der war eigentlich gut. Aber manchmal sind die Dinge, wie sie sind. Und in dem Fall ist alles erstmal in Ordnung. So. Hofarzt. Können wir noch anstellen. Ja, will ich lüstern sein. Dann habe ich auf jeden Fall viele Nachkommen. Wenn ich keusch bin, habe ich weniger Nachkommen. Aber ein Junge wird schon drin sein. Mehr Bildung ist wichtig. Ich habe das ja ein bisschen in der Hand als Spieler. Seneschal. Zeugwart. Erzählermeister. Ja, gucken wir mal. Brauchen wir aktuell keinen. Wir brauchen erstmal ein bisschen Kontrolle. Ist halt auch wieder spannend. Eine Frau und eine Hexe. Eieiei. Entscheidung über Entscheidungen, die es wieder heikel machen. Wenn ich die Entscheidung treffe, eine Hexe zu werden. Könnten die mich anfangen zu verbannen. Nee, wir machen die Hexe nicht. Die kommt vielleicht noch mal ein bisschen noch jung. Wir müssen erstmal volljährig werden. Und Kinder machen. Ich glaube wirklich, diese Familie oder sowas, das ist verflucht. Der andere stirbt auch wieder mit so einer 80-20 Event. Ich weiß auch nicht. Ich sehe da wirklich Schwierigkeiten. Ja, Portello Senior, Sable. Eigentlich müssten wir die Leiche immer da am Schrein davon. Aha. In Portier. Wen setzen wir in Portier ein? Die ist aus dem Haus Portier. Die ist aus dem Haus Dua. Und du Senior. Können wir eigentlich ihn... Ne, jetzt pass mal auf. Jetzt können wir Dinge tun. Chatis de Dragon Madrilinear. Ehepartner finden. X12. Madrilinear. Sortieren nach Alter. Jetzt nehmen wir den da. Das ist ein gutes Bündnis sogar. Das wäre praktisch. Dann wäre ein gutes Bündnis. Treiben unseren Bildungsausbildungsschwerpunkt voran und organisieren nochmal ein Spieltreffen.
Müssen wir hier auch können, jawohl. Da haben wir noch 14 sind. Haben wir nochmal ein letztes Spiel treffen, bevor wir volljährig sind. Immerhin auch wieder zwei Spiele. Ja, wie gesagt, ey, die Dynastie nach 100 Jahren war bei mir beim letzten Mal vorbei. Da sind wir noch nicht annähernd. Aber beim nächsten Mal nähern wir uns dem Ganzen auch weiter. Für dieses Mal war es das schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Abonniert den Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch auch beim nächsten Mal wieder als Audienz begrüßen darf. Hier bei Crusader Kings 3 auf dem Erfolgstrip zu Könige bis ins 7. Glied. Ich wünsche euch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal und see ya.